Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Heute wollen wir wieder eine kleine Verpackung basteln, die wir jetzt auch perfekt noch für Ostern benutzen können. Steht jetzt ja bald vor der Tür und wir schenken ja ganz gerne mal so Kleinigkeiten zum Osterfrühstück, als wenn man eingeladen ist oder eben auch als kleine Überraschung für die Gäste, die zu einem kommen. Aber wir können das natürlich auch für Muttertag verwenden und für all die ganzen Veranstaltungen und Feste, die wir so haben. Im ersten Moment sieht diese kleine Box total unscheinbar aus, aber wenn wir jetzt hier vorne aufmachen, tada, dann stellt sich die Karte auf. Wie cool ist das denn? Total genial. Richtig viel Platz drin. Also das ist schon, ihr seht es an meiner Hand, das ist schon eine sehr, sehr große Box. Da passt also wirklich schön was rein. Und es ist so cool mit diesem Aufsteller. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch natürlich jetzt gleich. Wir haben wieder super viel schönen Platz zum Dekorieren. Ja, man kann hier ganz tolle kleine Sachen reinpacken, beziehungsweise passen auch relativ größere Sachen schon rein, weil sie so schön groß ist. Und ich dachte mir, wir hatten ja letzte Woche diese Box hier. Das war ja die hier, die war ja ein bisschen kleiner. Und da haben wir ja auch ein Schränkchen draus gebastelt. Dachte ich mir, komm, machen wir jetzt noch mal einen groß mit einem kleinen besonderen Extra. Und das ist eben dieser Aufsteller. Genau, wir wollen das Ganze natürlich auch zusammen basteln. Wir starten mit unserem Falzbrett. Das brauchen wir und einem Stück Farbkarton in den Maßen 20x20. Wir starten nämlich mit der Box, dann kann die in der Zeit nämlich in Ruhe trocknen. Wir legen das Ganze an bei 2,5 cm. Wir falzen jetzt rundherum. Also alle vier Seiten bei 2,5. So, wenn ihr das habt, dann falzt ihr jetzt noch einmal rundherum bei 5 cm. Wenn ihr jetzt alles fertig gefalzt habt, dann einmal alle Falzkanten nachziehen. Dann bildet sich nämlich gleich schön diese kleine Bobbellinie, an der wir wieder uns super orientieren können. Das Ganze sollte jetzt bei euch so aussehen. Ihr habt jetzt hier so richtig schöne kleine Bobbellinien, an denen wir jetzt nämlich ganz toll arbeiten können. Wir starten unten links, da haben wir ja ein großes Viereck mit vier kleinen und schneiden jetzt einmal an beiden kleinen links an der Falz vorbei bis zum Kreuz und können dann auch direkt einmal hier so abschrägen. Wir müssen nämlich daraus jetzt eine Klebelasche zaubern. Dann einmal hier kürzen. Einmal hier wieder schräg hoch bis zum Kreuz. Und dann einmal links an der Falz vorbei, sodass wir die eben schön mit rausschneiden. Und dann sollte die ganze Ecke so bei euch aussehen. Wir machen das hier nochmal zusammen. Rechts an der Falz entlang bis zum Kreuz. Und dann könnt ihr direkt schon mal abschrägen, sodass ihr das ganze Getüdel hier mit einem Mal rausschneidet. Und hier das gleiche. Also entweder schneidet ihr jetzt einfach schräg so bis zum Kreuz hoch. Und da und hier noch einmal kürzen. So, dann sieht das Ganze so aus. Ihr könnt auch parallel arbeiten, also dass ihr hier zwei Flügel habt. Das geht, das ist, eigentlich ist es relativ egal, wie ihr das macht. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr an jedem dieser Flügel nachher eine Klebelasche mindestens habt. Oder eben an einem Flügel beide Klebelaschen. Das ist völlig egal. Hauptsache, ihr habt am Ende nachher vier Stück über. So, ich hoffe, ihr habt es jetzt alles verstanden. Ich schneide das hier mal schnell zu Ende. Dann seht ihr das Ganze auch nochmal in fertig und wie das Ganze bei euch aussehen sollte. Und zwar sollte das Ganze bei euch so aussehen. Wir haben jetzt hier diese vier Klebelaschen. Die brauchen wir auch. Da ist es egal, wie ihr das macht, habe ich euch gerade eben schon gesagt. Also wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, ich habe jetzt aber hier aus Versehen beide abgeschnitten, gar kein Problem, da habt ihr eben hier zwei. Also gar kein Problem, macht euch da gar keinen Kopf oder so. Bevor wir das Ganze jetzt zusammenkleben, würde ich euch empfehlen, schon mal die Lasche oder diese Einkerbung für die Finger zu machen. Da habe ich jetzt hier so einen Kreis. Stanzer, kann ich euch unten gerne mal verlinken. Das ist so ein Dreier-Set gewesen von Fessen Kreativ. Und die kommen auch wirklich sehr, sehr gut durch festeren Cardstock oder Farbkarton. Da haben die wirklich kein Problem mit, was ich immer sehr schön finde, weil es gibt ja so Handstanzer, die können gefühlt nur durch 80er Grammatur durch.
Aber das ist hier Gott sei Dank nicht gegeben. Jetzt nehmen wir uns einmal Kleber. Ich arbeite hier ganz normal mit Flüssigkleber. Als erstes geben wir auf alle vier kleinen Flügeln ein bisschen Flüssigkleber. Und dann geben wir auch direkt schon auf die äußeren Teile unserer Klappen hier auch noch Flüssigkleber. Also einmal hier und bei den anderen drei auch hier. Das können wir nämlich wirklich ganz gut in einem Schwung alles zusammenkleben. Ist sogar um einiges einfacher, als wenn man das alles nach und nach macht. Das Schöne ist, dass die Box nachher von innen dann auch wirklich sehr schön sauber gearbeitet aussieht. Und jetzt stellen wir eigentlich nur die Seiten alle nacheinander hoch. So. Und klappen dann eine von den langen Laschen direkt mit rein. So. Hier das gleiche. Klebelasche rein und die lange Lasche direkt hinterher. Wir drücken das gleich nochmal ordentlich alles zusammen, damit das richtig schön aneinander hält. Das ist jetzt so nur eigentlich die Vorarbeit. Hier dann der letzte. So, dann sieht das Ganze so aus. Es sieht noch ein bisschen wackelig alles aus. Und um das jetzt richtig schön miteinander zu verbinden, nehmt ihr euch euer Falzbein oder ein Lineal und fahrt von innen einmal schön die ganzen Laschen nach. Durch diesen Druck verbindet sich das richtig schön miteinander. Die Box sieht von innen einfach so sauber gearbeitet aus, dadurch, dass man jetzt die Klebelaschen an sich gar nicht mehr sehen kann. Sieht das Ganze wirklich toll aus. So, jetzt machen wir weiter mit der Banderole. Wir müssen ja noch eine Umverpackung für die Schublade haben. Da brauchen wir jetzt ein Stück Farbkarton in den Maßen 26,5 mal 10,2. Auch die ganzen Infos findet ihr natürlich wieder auf der Blogseite. Einfach unten in der Infobox draufklicken. Da schreibe ich euch auch nochmal die Falzung rein, damit ihr jetzt einfach direkt mit basteln könnt und nicht die ganze Zeit irgendwas aufschreiben müsst. Genau, wir legen das Ganze an der Langseite an und fangen an zu falzen bei 10,1. Dann kommt 12,7, 22,8 und zu guter Letzt 25,4. Auch hier natürlich wieder alle Falzungen einmal nachknicken. Und dann legt ihr euch das Stück Papier mit der schönen Seite nach unten vor euch hin. Nehmt euch ein Geodreieck und einen Bleistift. Wir müssen jetzt nämlich noch einmal dieses Fenster ausschneiden, damit wir den Mechanismus nachher noch einbauen können. Genau, ihr achtet einfach darauf, dass die Klebelasche nach rechts zeigt und wir arbeiten in dem großen Viereck hier. Das heißt, wir legen das Geodreieck oder das Lineal, was auch immer ihr habt, einfach unten an der Kante an und ziehen eine Linie in diesem Viereck bei 2 cm. Das gleiche machen wir hier, da orientieren wir uns einfach an der Falzlinie. So, bei der dritten Seite das gleiche und zu guter Letzt auch noch bei der vierten, so dass wir nachher wirklich ein schönes Fenster in unserer Box haben. Nun nehmt ihr euch einfach einen Cutter oder ihr könnt es auch mit der Schere machen und schneidet dieses Fenster einmal aus. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Box zusammenkleben, also einfach hier auf die Klebelasche ein bisschen Kleber. Und dann haben wir nämlich schon die Umverpackung für unsere Schublade fertig. Die wird wirklich einfach nur zusammengeklebt. Können wir unsere Schublade da nämlich reinschieben und haben das Größte eigentlich schon geschafft. Richtig, richtig cool. Jetzt brauchen wir natürlich auch den Mechanismus, den machen wir natürlich auch zusammen. Auch da brauchen wir ein Stück Farbkarton. Das Ganze ist jetzt 11 cm lang und 5,5 cm hoch. Auch hier müssen wir einmal falzen. Und zwar falzen wir bei 1,5 cm, bei 6 cm und bei 9,5. Jetzt können wir das Falzbrett auch definitiv komplett wegpacken. Wir brauchen es nicht mehr. Gott sei Dank, wir haben es geschafft.
Genau, jetzt wird einmal alles wieder gefalzt und jetzt empfehle ich euch, mit doppelseitigem Klebeband zu arbeiten. Das Ganze ist ein bisschen frickelig gleich nämlich und doppelseitiges Klebeband klebt einfach schneller. Das ist ja kein Hexenwerk. Wir geben einfach auf die unteren beiden, also auf die untere Lasche hier, auf die schmale und auf die schmale das Klebeband, nehmen uns unsere Box und schieben die Schublade jetzt so weit raus, dass die hier hinten schön an dem ausgeschnittenen Fenster abschließt, damit wir da jetzt nämlich unseren Mechanismus reinkleben können. Und zwar kleben wir das Ganze jetzt so rein. Am besten legt ihr es einmal vor euch, dann könnt ihr sehen, was ich meine. Wir haben ja hier hinten die beiden Klebelaschen und dann haben wir ein langes Stück und ein kurzes Stück. Das kurze Stück wird jetzt hier hinten angeklebt. Das heißt, wir nehmen unseren Klebestreifen hier ab, achten darauf, dass das kurze Stück nach links zeigt und kleben jetzt einfach das Stück an die Schublade. So, wenn das Ganze hält, dann kommt das nächste. Jetzt haben wir hier das lange Stück und die Klebelasche. Wir nehmen die Folie wieder ab und kleben jetzt von unten gegen den Rahmen das andere Stück an. Und jetzt sind wir so gut wie fertig. So, das Ganze sieht geschlossen so aus. Wenn ihr die Schublade aufmacht, faltet sich der Mechanismus auseinander. Genauso wollen wir das ja auch. Natürlich muss das Ganze noch ein bisschen Deko haben. Ich habe als erstes hier einen kleinen Spruch mir schon mal zurecht gemacht. Und den klebe ich diesmal mit 3D-Streifen auf. Einfach damit das Ganze noch mal ein bisschen mehr Dimension und Höhen kriegt. Das kommt hier vorne hin. Und diese 3D-Streifen sind so cool. Mag ich sogar fast lieber als die Punkte oder Vierecke. Genau, dann habe ich hier diesen Aufleger schon mal fertig gemacht. Dann nehmt ihr einfach Kartstock oder Farbkarton in den Maßen 10 cm x 8 und könnt ihn dann dekorieren, wie ihr lustig seid. Das hier ist mein erster Versuch mit meinen neuen Stiften, mit den Zig Color Aquarell-Gedöns-Stiften. Schon geil, muss ich ehrlich sagen. Bringt schon wirklich richtig Spaß. Und wenn ich weiß, wovon ich rede, ich setze euch das mal hier oben ins i. Und zwar habe ich euch ja ein Haul hochgeladen am Donnerstag letzte Woche. Da habe ich euch meinen XXL-Einkauf gezeigt. Da waren unter anderem nämlich auch die Zig-Stifte drin. Genau, das Ganze soll jetzt hier noch einmal befestigt werden. Da könnt ihr jetzt aussuchen, was ihr wollt. Entweder nehmt ihr Flüssigkleber oder ihr macht das mit doppelseitigem Klebeband. Ich nehme jetzt Flüssigkleber und gebe den einfach hier auf diese ganze Fläche. Ist um einiges einfacher, als wenn man jetzt probiert, sich das hinten irgendwie gegenzuzeichnen oder so. Und dann wird das Ganze nur noch aufgeklebt. Das Schöne ist, können ein bisschen Druck aufbauen, dadurch, dass der Mechanismus hochgeklappt ist, können wir da schön gegenfassen. So, wenn das Ganze hält, dann machen wir die Schublade zu, können das Ganze so super schön verschicken oder verschenken und der Beschenkte macht dann vorne die Schublade auf und der Aufsteller kommt hoch. Ich finde das so genial und die Farben sind natürlich wieder total schön, so richtig Frühling schreit das Ganze, es ist so schön bunt und ja, ich hoffe jetzt, dass das Ganze euch genauso gut gefällt wie mir. Bin sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Nachbasteln und freue mich auch schon auf Donnerstag zu einem neuen Video mit euch zusammen. Also ihr Lieben, habt es fein, habt einen schönen Abend, bleibt schön gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss ihr Lieben!